Wir als Künstler müssen uns, und das fordert die Wissenschaft, nämlich die Neurobiologen vor allen Dingen, die sich damit auseinandersetzen, wie wir sehen, wie wir wahrnehmen, wie die Wahrnehmung in unserem Gehirn verarbeitet wird. Das ist die erste Grundbedingung. Ich muss ja wissen, ich will etwas produzieren, es soll den Betrachter erreichen, im tiefsten des Inneren soll es ihn erreichen. Und das können wir malende Künstler oder Fotografen oder Zeichner, das können wir nur ahnen, aber nicht, wir haben nicht das Grundwissen, das die Neurobiologen heute schon haben und verfolgen können aufgrund ihrer Versuche, wie diese Wahrnehmung verarbeitet wird, welche Bedingungen dazu ausschlaggebend sind, um überhaupt in die Tiefe des Betrachters einzudringen. Wobei man natürlich nebenher sagen muss, natürlich hängt Wahrnehmung auch mit dem Bildungsstand zusammen. Ein wichtiger Fakt. Wahrnehmung hängt mit dem Bildungsstand